Bisher war ich ja mehr so der sensible, verständnisvolle Typ. Also so einer, mit dem man auch mal nächtelang einfach nur reden konnte. So ein netter halt. So einer, der sich brav im Bad einen runterholt, wenn die Partnerin mitten im Liebesspiel einen Heulkrampf bekommt, weil diese Stellung sie immer an ihren Ex-Freund erinnern würde. Nach meinem Koitus lieh ich ihr dann immer noch mein Ohr und meine Schulter, wir löffelten ein wenig, sie schlief ein und ich fühlte mich zwar scheiße, aber richtig. Denn in dem guten Gewissen, meinen Beitrag zur Emanzipation heute geleistet zu haben. Ich sah mich ja immer mehr so als den perfekten Mann der Postmoderne an. Immer für sie da, 98 von 100 Punkten im Cosmopolitan-Treuetest. Zärtlich, aber doch irgendwie bestimmend. So einer, der dir nur im richtigen Moment auf den Arsch schaut, dass es Wellen schlägt und vor einem Kampfshot wenigstens noch höflich fragt, ob sie sich den jetzt wirklich, wirklich auch nicht erniedrigt fühlen würde. Als der softe Großstadtpoet, der ich nun mal war, verarbeitete ich fast jede Beziehung, indem ich ihr ein Gedicht schrieb oder ihr ein Lied aufnahm, was dann dazu führte, dass sie Dinge sagte wie, oh, das ist voll schön, ey, das hat noch keiner für mich getan, na zum Glück, oder auch, oh, wie romantisch, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, dann lass es doch einfach. Dann schaute man sich tief in die Augen, aus innigen Blicken wurden innige Küsse, dann immer festere und wildere Berührungen, bis wir schließlich ineinander versanken und sie lustvoll bebend unter meinen kontrollierten Stößen in einen Heulkrampf ausbrach und ich im Badezimmer meine einäugige Schlange wirkte. Kurzum, mein Leben war ein einziges Desaster, fühlte sich an wie ein permanent andauernder Moment der Trennung. Als Slam-Poet zieht man eben eine Soziopathin an, die wahrscheinlich schon bei der ersten Begegnung sagen, hey Jessica, guck mal, boah, guck mal, der da hinten, der ist irgendwie voll süß, so nachdenklich und einfühlsam. Mit dem würde ich wirklich gerne mal Schluss machen. Ich hatte zum Beispiel letzten Sommer eine Romanze mit der Verkäuferin vom Zuckerwattestand. Es waren zwar nur diese 9 Tage Kirmes mit ihr, aber ich werde nie vergessen, wie süß sie schmeckte, weil der Zucker sich in ihren Leisten abgesetzt hatte. Und im Halbdunkel sah ihre Klitoris ein wenig aus wie eine kleine, gebrannte Mandel. Am 10. Tag kam ich dann wieder an diesen Kirmesplatz. Ich trug mein Loverboy-Lebkuchenherz, das sie mir die Nacht zuvor geschenkt hatte, und hatte einen glitzernden Ballon in Einhornoptik um mein Handgelenk als Liebesbeweis gebunden. Aber dieser große Platz, er war leer. Leer, so wie mein Herz. Sie sind einfach weitergezogen. Dort, wo gestern noch ihr Wagen stand, lag nur noch ein kleiner Zettel auf dem Boden, auf dem stand: Ich kann nicht mit dir zusammen sein, ich werde dich immer lieben, aber ich habe Diabetes. Als ich dann so ganz alleine auf diesem Platz mit dem Ballon ums Handgelenk und dem Herz um den Hals da stand, ich weiß, ihr werdet es nicht nachvollziehen können, aber ich kam mir blöd vor. Und so waren sie dann alle zu mir. Wenn die wenigstens mal sagen würden, ey, weißt du, ich find dich scheiße, du Penner, geh weg und verrecke, auch wenn du einen großen Penis hast. Nein, es ist immer dieses, ey, ich will dich total, aber ich kann nicht. Die Erwartungen der Postmoderne sind zu hoch, als dass unsere Beziehung über die Aufmerksamkeitsspanne eines Sonderschülers hinausgeht. Und naja, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich finde das richtig geil. Ich brauche diesen Schmerzen und ich ernähre mich quasi von dieser bittersüßen Melancholie des Verlassenwerdens. Ich kann und will schon gar nicht mehr ohne. Wisst ihr, wie sehr mich das befriedigt, zu laut aufgetreten? Everybody hurts. Oder nothing compares to you. In eine Wolldecke gekuschelt auf dem Teppich zu sitzen, alle Fotos von ihrem Facebook-Profil auszudrucken, um diese dann zu verbrennen. Und wenn meine aktuelle Statusmeldung gerade ist Single sein sollte, dann postet keine traurigen Smileys darunter. Nee, ich will, dass es euch gefällt. Das ist ein Grund zum Feiern. Endlich wieder ein wenig echtes Gefühl in einer voll digitalisierten Welt, in der die romantische Liebe den Umständen und der Vernunft untergeordnet ist. Und solltet ihr mich irgendwie attraktiv finden, dann nutzt die Gunst der Stunde, Mädels. Sprecht mich an, macht mir schöne Augen, lauft mit mir eine Woche lang über eine Blumenwiese Hand in Hand und dann denkt euch irgendeinen scheiß Grund aus, warum es nicht funktioniert. Ich will ja gar keine echte Liebe oder so ein Müll. Die Gewissheit, dass es etwas ganz Großes hätte sein können und dass ich so ein besonderer Mensch wäre, ist doch viel, viel geiler als Blümchensex und dann gemeinsam bei Markus Lanz einzuschlafen. Früher hatte ich ein Helfersyndrom, deshalb schubste ich hin und wieder alte Menschen Treppen hinunter, nur um dann dramatisch erste Hilfe leisten zu können. Das war auf Dauer aber einfach nicht mehr der Kick. Und viel zu aufwendig in der Umsetzung. Denn stundenlang vor Supermärkten zu stehen und auf Opfer zu lauern und nur für die 2 bis 3 Sekunden klassischen Slapstick und das Gefühl des Gebrauchtwerdens, bis der Krankenwagen kommt, ist unter dem Strich eine ziemlich inflationäre Kosten-Nutzen-Rechnung.
Aus diesem Grund bin ich nur noch regelrecht süchtig danach, die Rolle des unglücklich verliebten Pseudodenkers einzunehmen. Denn wahre Emotionen sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Es sei denn, es geht um Fußball, der uns als pure Leidenschaft präsentiert wird, gleichzeitig aber auch präsentiert wird von all diesen Konzernen, die wir alle doch so hassen. Ich brauche Emotionen und wenn Freude ausbleibt, dann nehme ich mir eben das Gefühl des Nicht-Gewollt-Werdens von der großen Liebe, die echt was ganz Besonderes für mich hätte sein können, wenn sie denn gerade im Angebot ist. Auch wenn es nur noch ein paar Stunden wirkt, denn immer wieder losgelassen zu werden und somit dauerhaft zu fallen, erscheint mir irgendwie besser als ein einziges Mal wirklich aufzuschlagen. Dankeschön.